hier in Ost-Berlin. Meine Damen und Herren, die CDU hat im September eine historische Wahlniederlage erlitten. Und das beschäftigt alle Mitglieder und Freunde der CDU bis heute ganz tief. Diese Wahlniederlage hat ihre Ursachen sicherlich in dem Wahlkampf, den wir hinter uns haben, aber viele Ursachen liegen auch tiefer und länger zurück. Wir haben uns entschieden, anzutreten dafür, dass die CDU schnell wieder stark wird. Wir sind überzeugt, dass man für diesen Neuanfang, der jetzt in der CDU dringend gebraucht wird, grundlegende Erneuerung braucht. Grundlegende Erneuerung in den Köpfen, grundlegende Erneuerung in den Inhalten und auch eine grundlegende Erneuerung in der Organisation, damit es wieder interessant ist, zur CDU zu kommen, in ihr mitzuarbeiten und sie zu unterstützen. Deshalb müssen wir uns zunächst über eine Frage klar werden. Wenn wir Wahlen wieder mit breiter Zustimmung gewinnen wollen als CDU, muss die CDU attraktiv sein für breite Teile der Gesellschaft. Aus meiner Sicht heißt das, wir müssen bodenständig und wir müssen bürgernah sein. Und wir müssen dafür sorgen, nach all den Diskussionen, die es auch gegeben hat, dass die Wurzeln der CDU, nämlich die sozialen, die liberalen und die konservativen Wurzeln unserer Partei, auch alle als gleichgewichtig wahrgenommen werden. Da haben sich im Wahlkampf und in den letzten Jahren erhebliche Probleme gezeigt. Denn gerade unsere sozialen Wurzeln sind im Wahlkampf nicht genügend deutlich geworden. Aus meiner Sicht muss die CDU immer für die hart arbeitende Bevölkerung mit ihren Alltagssorgen da sein und ihre Anliegen müssen für uns im Mittelpunkt stehen. Das heißt, ihre Herausforderungen, die Sicherheit ihres Arbeitsplatzes, die Sicherheit der Altersversorgung, die Sicherheit, was die Wohnumfeld angeht, wie zum Beispiel die Entwicklung der Mietpreise, das sind alles Themen, die müssen für die CDU ein Herzensanliegen sein. Und da müssen wir klare und einfache Antworten darauf haben. Diese Menschen sind in ihr CDU zu Hause. Für sie müssen wir arbeiten. Wenn man, das ist der zweite Punkt, 16 Jahre dreimal in einer Koalition mit der SPD ist, in einer sogenannten Großen Koalition, dann ist es auch logisch, dass es schwierig ist, dass die konservativen Wurzeln der CDU hinreichend deutlich werden. Auch das finde ich eine große Herausforderung. Auch das müssen wir in den nächsten Jahren ändern. Und deshalb müssen wir gerade die Themen aufgreifen, wo es in den letzten Jahren mit der SPD schwer war und wo ich auch von der neuen Ampelregierung nicht sehr viel Gutes erwarte. Ein so ein klassisches Thema aus meiner Erfahrung in den letzten Wochen und Monaten, nämlich die Sicherheitspolitik, die ich als Chef des Kanzleramts ja auch mitbetreut habe, ist, dass wir heutzutage einen riesengroßen Frust bei Polizisten und in vielen Sicherheitsbehörden haben, weil wir ihnen nicht die ausreichenden Befugnisse geben, wirklich unser Land gut zu schützen und erfolgreich organisierte Kriminalität, Terrorismus und Extremismus zu bekämpfen. Das sind Themen, die sind uns wichtig. Und ich habe wenig Verständnis dafür, wenn es politische Parteien in Deutschland gibt, die den Eindruck erwecken, als müsste der normale Bürger irgendwie mehr Angst vor unserem gut entwickelten Rechtsstaat haben, als vor denjenigen, die uns durch Kriminalität bedrohen. Der dritte unser Bereich ist die Wirtschaftspolitik. Ich glaube, wir sind gerade in einer Phase, wo der Haushalt der Bundesrepublik unter Druck ist, wo die Ampel sich anschickt, eine sehr expansive Ausgabenpolitik zu planen. Und deshalb weder in Europa noch in Deutschland darf es zu einer expansiven Ausgabenpolitik kommen. Wir haben bereits eine erhebliche Inflation und das bedroht unsere Ersparnisse, das bedroht die Altersvorsorge. Und da ist eine ordentliche, eine effektive Wirtschaftspolitik in Verbindung mit einer soliden Finanzpolitik das absolute Gebot der Stunde. Dafür steht die CDU. Das ist uns wichtig. Diese Werte und die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen, die wir haben, müssen in der Führung der nächsten CDU breit repräsentiert werden. Dazu gehört zum Beispiel, dass sowohl der Fraktionsvorsitz als auch der Parteivorsitz zwei profilierte Köpfe für die CDU sind. Dazu gehört aber auch, dass wir nach den Erfahrungen in diesem Wahlkampf
uns jetzt intensiv daran machen, die Aussöhnung zwischen CDU und CSU in den offenen Fragen zu suchen, denn nur gemeinsam sind wir stark. Als Drittes gehört dazu personell, dass in der CDU starke Frauen eine starke Rolle haben, dass bei den drei verbliebenen führenden Funktionen, die wir haben, nämlich dem Parteivorsitz, den Fraktionsvorsitz und den Generalsekretär, dass wir in allen drei Funktionen Frauen auf Stellvertreterrollen verweisen, kann ich mir ehrlich gesagt für eine Partei im Jahr 2022 nicht mehr vorstellen. In dieser schwierigen Phase, in der wir jetzt sind, gelingt aus meiner Sicht die Erneuerung der CDU nur, wenn wir intensiv in den Dialog mit unseren Mitgliedern treten. Wenn ich an Helmut Kohl denke, er hat die CDU von einer Mitgliederpartei in eine Mitgliederpartei verändert und hat den Mitgliedern mehr Gewicht gegeben. Das, was mir jetzt vorschwebt, ist, dass wir von einer Mitgliederpartei zu einer richtigen Mitmachpartei werden. Das heißt, die Veränderung unserer Strukturen und Prozesse, sodass am Ende die neuen Inhalte so sind, dass wir aus den verschiedenen Strömungen der CDU gemeinsam dazu stehen, dass wir gemeinsam stark sind, dass die CDU eine Union ist und dass wir die verschiedenen Strömungen, die wir haben, wieder als Stärke begreifen und nicht als Gegeneinander. Und deshalb so ein Wort wie Lager müssen wir aus dem Sprachgebrauch der CDU streichen. Ich möchte ganz persönlich, dass viele starke Köpfe an der Zukunft der CDU arbeiten und deshalb freue ich mich, dass Serap Güler heute hier ist. Sie ist ja seit 2012 Mitglied des Bundesvorstands. Sie kennt die Arbeit von Regierung und Verwaltung aus ihrer Tätigkeit als Staatssekretärin. Sie ist jetzt Mitglied des Deutschen Bundestages und sie kann diskutieren, manchmal polarisieren und auch integrieren. Das ist genau das, was eine Generalsekretärin können muss. Und deshalb freue ich mich, dass sie bereit ist, diese Aufgabe, wenn ich Vorsitzender der CDU Deutschlands werde, zu übernehmen. Nadine Schön ist die stellvertretende Vorsitzende unserer CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Sie ist einer unserer führenden Köpfe im Bereich der Digitalisierung. Mit dem Projekt Neustart hat sie gemeinsam mit Thomas Heimann einen zentralen programmatischen Beitrag zur Staatsmodernisierung geleistet. Und wir arbeiten seit Jahren in der Digitalisierungspolitik vertrauensvoll und freundschaftlich zusammen. Insofern freue ich mich, dass sie bereit ist, die zukünftige Leiterin der Programm- und Strukturentwicklung für die CDU zu sein. Und ich glaube, damit machen wir ein personelles Angebot, das eine richtig neue CDU richtig neue Chancen hat auf breite Akzeptanz in der deutschen Gesellschaft. Ich freue mich auf die Arbeit, ich freue mich auf die kommenden Wochen und damit möchte ich schließen. Danke, Herr Professor Braun. Und Frau Güler, bitte. Ja, herzlichen Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Ich bin Serap Güler, 41 Jahre alt, Kölnerin, wo ich seit 2014 auch stellvertretende Kreisvorsitzende bin. Von Hause aus bin ich Kommunikationswissenschaftlerin und vor meinem Einzug in den Bundestag war ich Staatssekretärin für Integration in Nordrhein-Westfalen. Ich bin Kind einer Arbeiterfamilie. Mein Vater war als sogenannter Gastarbeiter Bergmann und lange Jahre Alleinverdiener, bis meine Mutter sich irgendwann entschieden hat, putzen zu gehen. Und auch ich habe mich vor dem Studium erstmal für eine Ausbildung zur Hotelfachfrau entschieden. Ich weiß also aus eigener Erfahrung sehr wohl, was es heißt, hart zu arbeiten. Was es bedeutet, anderen die Betten zu machen, die Badezimmer zu putzen, morgens um 5 in der Küche zu stehen und für sie das Frühstück zuzubereiten, während die Altersgenossen gerade von einer Party nach Hause kommen. Ich weiß auch, was es heißt, wenn es am 17. oder 18. des Monats gesagt wird, das können wir uns diesen Monat nicht mehr leisten. Da müssen wir bis zum 1. wieder warten. Das alles weiß ich aus eigener Erfahrung, aber auch durch die vielen Begegnungen mit den Menschen in meinem Wahlkreis, denn viele von ihnen leben in sozial prekären Verhältnissen. Und viele von ihnen haben uns nicht mehr gewählt, weil sie der Meinung sind, dass die CDU zunehmend die Partei der sozialen Kälte geworden ist. Wenn mir eine 60-Jährige erzählt, dass sie Angst hat, ihre Miete demnächst nicht mehr zahlen zu können und dass sie das Gefühl hat, dass die CDU ihr diese Angst nicht nehmen kann, weil wir uns zu sehr von ihrer Lebenswirklichkeit getrennt haben, dann zeigt mir das, dass viele Menschen in diesem Land mit meiner Partei nicht mehr das verbinden, was ich mit ihr verbinde. Und zwar eine Partei zu sein, die für Menschen Politik macht,
ganz unabhängig von ihrem Einkommen. Und deshalb müssen wir jetzt die nächsten Jahre auch als Chance nutzen. Denn die letzten 16 Jahre, und so viel ehrliche Analyse muss hier auch sein, sind wir vor allem durch Regierungs- und nicht mehr durch Parteiarbeit aufgefallen. Wir haben es uns zu bequem gemacht, waren nicht mehr mutig genug für neue Ideen und Inhalte. Und wenn wir sie hatten, sind sie im Nirwana der Regierungsarbeit verschwunden. Das muss sich ändern. Und ich möchte dazu beitragen, dass, wenn jemand fragt, wofür steht die CDU, dass unser Markenkern das christlich-soziale Menschenbild und die soziale Marktwirtschaft, dass dies wieder mit Leben und mit praktischer Politik gefüllt wird. Aber auch, dass die CDU stärker mit Empathie in Verbindung gebracht wird. Wenn Sie so wollen, brauchen wir einen neuen Stil. Einen neuen Stil der Verbindlichkeit, Verlässlichkeit und Menschlichkeit. Und einer Sprache, die nicht nur Akademiker, sondern jedermann versteht. Und all das verbinde ich mit Helge Braun. Und deshalb finde ich es gut, dass wir hier sitzen. Und ich habe mich entschieden, mit Helge Braun und Nadine Schön im Dienste unserer Partei enger zusammenzuarbeiten, um unsere Partei auch wieder nach vorne zu bringen. Obwohl wir auch unterschiedlich sind. Er ist zweifelsohne der ruhigere von uns beiden, der besonnene. Ich bin etwas anders, aber auch genau deshalb passt das so gut zusammen. Denn jetzt muss es darum gehen, nicht nur den Kopf der Menschen, sondern auch die Herzen anzusprechen. Eine kluge Politik zu machen, die Emotionen nicht außen vor lässt und Menschlichkeit zulässt. Es soll demnächst, in Zukunft, nicht nur klug sein, sich für die CDU zu entscheiden, es soll sich insgesamt gut anfühlen, bei der CDU zu sein. Und wir müssen auch wieder kampagnenfähig werden. Nicht nur während eines Wahlkampfes, sondern durchgängig. Wir müssen das Storytelling wieder beherrschen. Wir müssen diejenigen sein, die über all die Biografien in diesem Land berichten, denen der soziale Aufstieg gelungen ist. Das sind die Geschichten, über die wir künftig viel stärker reden müssen. Aber wir müssen auch die Ängste und Nöte derjenigen ernst nehmen, die den sozialen Abstieg fürchten. Und das wird die Herausforderung der nächsten Jahre sein, diese Menschen, unterschiedlichen Menschen, gleichermaßen anzusprechen. Und unsere Kreisverbände sind dafür gute Sensoren. Denn neue Stärke beginnt an der Wurzel. Und deshalb ist es auch gut, dass hier mit Helge Braun jemand sitzt, der seit 18 Jahren Kreisvorsitzender ist und somit sehr, sehr gut weiß, wie die Basis funktioniert. Und wenn wir Volkspartei bleiben möchten, dann muss es uns gelingen, in Zukunft die unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen stärker anzusprechen und sie auch in unserer Partei abzubilden. Diese gesellschaftliche Realität muss in Zukunft auch die Realität einer Volkspartei sein. Und meine Damen und Herren, lassen Sie mich das noch sagen, Geschlecht oder Vielfalt ist mehr als nur das Geschlecht. Klar ist, wir müssen nach vorne schauen. Wir müssen mutiger und unbequemer werden. Und wir dürfen auch nicht nur das Wort Modernisierung vor uns hertragen, wir müssen es mit Leben füllen, mit Beispielen füllen. Und genau dafür steht dieses Team. Und ich möchte, dass die Menschen in unserem Land nicht nur Angela Merkel vertrauen, sondern der CDU vertrauen. Als eine Partei, die eben für Verlässlichkeit, Verbindlichkeit und auch Herzlichkeit steht. Herzlichen Dank. Danke, Frau Bühler. Und Frau Schön, bitte. Ja, vielen Dank. Serdar Güler und Helge Braun haben dargestellt, dass wir zu neuen Antworten kommen müssen. Und wenn wir zu neuen Antworten kommen wollen, dann müssen wir auch den Weg, wie wir zu diesen Antworten kommen, ändern. Und das heißt, dass wir auch unsere Struktur hinterfragen müssen, die Art und Weise, wie wir in der Partei arbeiten, hinterfragen müssen. Und wir in diesem Team wollen diese Strukturen, diese Arbeitsweise modernisieren. Ich habe zusammen mit Kolleginnen und Kollegen, mit Thomas Heimann, aber vielen, vielen anderen zusammen in den letzten 2 Jahren mich intensiv damit beschäftigt, was wir strukturell in Staat und Verwaltung ändern müssen, um zu besseren, zu flexibleren, zu passgenaueren Lösungen zu kommen.
dass der Prozess hieß Neustart. Da waren viele Kolleginnen und Kollegen eingebunden, aber vor allem auch viele Experten von außen, Wissenschaftler, Menschen aus der Wirtschaft, Gründer, Menschen, denen das einfach am Herzen liegt, dass unser Staat wieder funktioniert. Und dass unser Staat funktioniert, das ist für alle wichtig. Das geht jeden Einzelnen etwas an. Da ist die Alleinerziehende, die von einem Amt zum nächsten läuft, überall nochmal Bescheinigungen, Formulare vorlegen muss und schier wahnsinnig wird dabei. Und der hilft keine Kindergrundsicherung. Der hilft aber ein funktionierender Staat, weil er ihr passgenau hilft. Da ist der Unternehmer, der erstickt in einem Berg von Bürokratie und der sagt, dass genau diese strukturellen Änderungen im Staat nötig sind, damit er auch schneller sein unternehmerisches Ziel verfolgen und sein Projekt umsetzen kann. Und in diesem Neustartprojekt haben wir eben ganz konkrete Antworten gegeben, wie wir Staat und Verwaltung reformieren wollen. Und wir sehen in der Partei eine große Begeisterung für dieses Thema. Und ich will gerne in der Bundespartei auch den Ort schaffen, wo wir mit unseren Kommunalpolitikern, mit den Landespolitikern, mit der Wirtschaft, mit den Start-up-Gründern gemeinsam diesen Prozess überall im Land mit auf den Weg bringen. Aber wir wollen natürlich nicht nur den Staat modernisieren, sondern wir wollen und müssen auch unsere eigene Parteiarbeit reformieren und modernisieren. Und deshalb setzen wir auf den Neustart in der CDU. Und ich bin froh, dass Helge Braun dieses Thema aufgegriffen hat und dass wir gemeinsam dieses Thema angehen. Was heißt das konkret? Konkret heißt das, dass mich Mitglieder bei mir vor Ort, ich bin selbst Gemeindeverbandsvorsitzende, dass mich Bürgerinnen und Bürger, wenn ich sie frage, ob sie Mitglied in der CDU werden wollen, sagen, naja, ich kann ja eh nichts bewirken. Vielleicht noch hier im Ort, aber in großen Entscheidungen kann ich ja nicht mitmachen. Und das müssen wir ändern, denn unser Pfund in der CDU, das sind unsere Mitglieder. Das sind die Menschen, die durch ihren beruflichen Background, durch ihre Expertise, durch ihren familiären Background die Erfahrung mitbringen und die Problemlösungskompetenz mitbringen, die wir brauchen, um wirklich praxistaugliche Antworten auf aktuelle Themen zu finden. Und bisher gibt es kaum eine Möglichkeit, dass etwa der Polizist aus Sachsen mit der Sozialarbeiterin aus Baden-Württemberg und der Erzieherin aus dem Saarland gemeinsam an einem Konzept für einen besseren Kinderschutz arbeitet. Und das wollen wir ändern. Wir brauchen Ebenen, die jenseits unserer normalen Struktur von Orts-, Gemeinde-, Bezirks-, Kreis-, Landesebene parallel laufen entlang der Themen und der Themenkomplexe, die die Menschen umtreiben. Und dann müssen wir die Kraft unserer Mitglieder nutzen, den Ideenreichtum, die Problemlösungskompetenz, um auch die richtigen Antworten auf die Fragen zu finden. Und das heißt eben, dass wir auch die Strukturen schaffen müssen, dass das gelingt. Und das wollen wir tun. Wir wollen auch moderner und experimentierfreudiger werden. Wir wollen die CDU zu dem Reallabor für moderne Parteiarbeit und für modernes Regieren machen. Reallabor heißt, dass wir uns trauen wollen, Sachen auszuprobieren und dass es im Adenauerhaus eine Stelle gibt, die den Ortsverband, den Stadtverband, der was Neues angehen will, dabei unterstützt, der Vernetzung herstellt zu Akteuren, die auch gute Ideen haben, zu Konzepten, zu digitalen Tools, die man nutzen kann, um etwa neue Wege der Bürgerbeteiligung zu gehen, neue Wege der Mitgliederbeteiligung, um Umfragen zu machen, um vieles, was an Innovation und Ideenreichtum da ist, einfach mal auszuprobieren, zu testen, was funktioniert und was nicht, und das dann eben in die Breite zu tragen. So stelle ich mir moderne Parteiarbeit vor, und damit leben wir auch in der Union vor, wie ein Staat der Zukunft und wie eine Verwaltung der Zukunft, wie Politik der Zukunft funktionieren kann, nämlich den Bürger in den Blick nehmen und vom Bürger her fragen, wo ist das Problem, und dann nach der besten Lösung suchen. Nicht immer mit vorgefertigten Antworten kommen, sondern nah am Problem die beste Lösung suchen. Dazu müssen wir unsere Strukturen ändern, und das will ich mit diesem Team gerne tun. Danke, Frau Schön. Dann haben wir eine lange Frageliste. Herr Jessen fängt an, dann Herr Blank, dann Herr Jung. So geht's dann weiter. Herr Braun, Regierungsparteien erhalten mit dem Wahlergebnis immer auch eine Quittung für ihre Regierungsarbeit, die Wahrnehmung dieser Regierungsarbeit. Sie waren als Kanzleramtsminister sozusagen der Obermaschinist im Maschinenraum der Macht.
Was haben Sie falsch gemacht, dass dieses Wahlergebnis mit dieser Quittung für die CDU so rausgekommen ist, wie es rausgekommen ist? Bitte. Ja. Also ich glaube, wenn man die Bevölkerung fragt, dann und wenn man in die CDU hineinhört, kann man sagen, Angela Merkel ist bis heute die beliebteste Politikerin in Deutschland und diese 16 Jahre der Regierung haben Deutschland gut getan. Aber ich habe vorhin auch gesagt, wir haben in den letzten Jahren zum Beispiel, was unser Profil angeht, in Abgrenzung zur SPD große Schwierigkeiten gehabt, darzustellen, was wirklich CDU ist. Und jetzt brechen wir in eine neue Zeit auf. Diese Herausforderung, Kompromisse zu schließen, haben wir nicht mehr, sondern jetzt muss die CDU deutlich machen, wofür sie steht in Abgrenzung zu der Ampelregierung. Und da blicke ich zurück auf meine Erfahrung auch als Kreisvorsitzender in fast 18 Jahren. Jetzt wollen wir eine Parteiarbeit machen, die diese Partei modern aufstellt. Und da ist mir wichtig, und das traue ich mir zu, so wie ich auch vermitteln kann in anderen Bereichen, dass ich das jetzt gerade in der Partei sehr, sehr gut leisten kann. Zusatz, bitte. Zusatz, wenn ich davon ausgehe, dass die Defizite, die Sie beschrieben haben, nicht erst jüngste Erkenntnisse sind, dann doch noch mal die Frage, wo haben Sie möglicherweise vergeblich versucht, aus dem Amt heraus diese Defizite in der Regierungspolitik und in der Außendarstellung der CDU zu verändern? Und wo ist Ihnen das nicht gelungen? Also ich habe es ja eben gesagt, ich glaube, dass woher wir kommen, woher ich komme, ist die Regierungsarbeit. Und ich habe in der CDU als Partei bisher hauptsächlich die Ämter gehabt als Kreis- und Bezirksvorsitzender. Und ich möchte meine Kraft jetzt für die CDU einsetzen. Und ich glaube, das ist genau etwas, die Ära, auf die wir zurückblicken, darauf wird die CDU mit Stolz schauen. Aber jetzt fängt eine neue Ära an, die völlig anders ist, eine Ära der Opposition. Und diese Zeit müssen wir eben nutzen, völlig andere Arbeitsstrukturen aufzubauen. Opposition ist heute anders als vor 10 oder 20 Jahren. Parteiarbeit ist heute anders als vor 10 oder 20 Jahren. Mit solchen Innovationsfragen, wie man Organisationen reformiert, wie unsere Partei tickt, was sie sozusagen an innerem Herzblut wieder entwickeln will, um wieder erfolgreich zu sein. Das weiß ich und deshalb möchte ich mich genau dafür in den nächsten Jahren einsetzen. Herr Blank. Herr Braun, was wollen Sie tun, dass die Querschüsse aus der CSU von Herrn Söder gegen den neuen CDU-Vorsitzenden aufhören? Was erhoffen Sie sich da? Haben Sie da einen konkreten Plan, Frau Schön? Bedeutet Ihre neue Rolle dann quasi eine neue Funktion, eine neue Stelle im Adenauerhaus? Oder ist das?